Willkommen zurück in der wunderschönen Welt von Nerim, meine Freunde. Wir werden jetzt weiter hier herumlaufen. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Ich musste dieses schöne Panorama nochmal festhalten im Video. Es ist einfach wundertollig. Leider habe ich immer noch nicht herausgefunden, wie ich die Kamera hinter meinem Charakter ausstellen kann. Beziehungsweise, dass der mich automatisch in die Kamera hineinversetzt, wenn ich eine Weile lang keine Taste drücke. Das unterbricht immer die wunderschöne Aussicht. Wir sind wieder auf jeden Fall zurück, als ob ihr das selbst nicht schon erkannt hättet. Wir können jetzt auf jeden Fall aber weiter aufnehmen. Ich habe die Wassereinstellungen vorerst mal wieder ein bisschen runtergeschraubt, damit wir auch flüssig zocken können. Weiterhin möchte ich euch gleich am Anfang sagen, beziehungsweise mich entschuldigen, falls man Musik hören wird im Hintergrund oder eine Baustelle oder irgendwelche kreischenden oder miauenden Kätzchen, das liegt hier an der Umgebung, am Wohnheim, weil irgendwie heute ist hier echt der Teufel los. Die ganze Zeit gibt es irgendeinen Lärm. Zuerst hat das mit irgendwelchen Kätzchen angefangen, dann hat man Kreissägen draußen gehört, vielleicht waren auch die Kreissägen die Kätzchen und jetzt hat auch angefangen, irgendwer im Gang weiter hinten laut Musik zu spielen. Das ist der Wahnsinn, aber ich muss mal wieder aufnehmen. Was heißt ich muss, ich will mal wieder aufnehmen. Oh, was haben wir da? Bruder Jakob, bist du schon geköpft? Bist du schon geköpft? Die Antwort ist ja. Wahrscheinlich hat er sich mit seinem eigenen Schwert geköpft und jetzt ist auch die Klinge irgendwo verloren gegangen. Gut, der nette Mann will uns nichts sagen, wie denn auch. Auf jeden Fall läuft es hier schon mal jetzt eine ganze Ecke flüssiger, sprach er, während ein paar Mikro-Lags kamen. Obwohl hier kein Wasser auch nur in der Nähe ist, läuft es deutlich flüssiger als vorher. Naja, wir werden einfach mal sehen, ob das Wasser immer noch so... Ja, da unten sieht man es schon. Das Wasser sieht nicht mehr so schön reflektierend aus, sondern ist einfach nur noch eine blaue Masse an Chemieunfall. Da unten haben wir übrigens ein Haus. Waren wir da schon? Wer weiß. Könnte sogar das verwüstete Haus sein, wo wir vorhin waren. Ah, tatsächlich. Seht ihr das? Da sieht man noch die Blutspuren auf dem Boden. Wie schön dieser Ausblick hier und oh mein Gott. Guckt euch die Landschaft an. Ist das nicht traumhaft? Da hinten sieht man noch ein Dach, eine runde Kuppel von irgendeinem Haus oder einer Ruine. Dieses Panorama bei Nerim ist einfach nur der Wahnsinn. Ah, wundervoll. Die Aufnahme läuft noch nicht mal seit 4 Minuten und schon finde ich wieder irgendeinen Punkt im Spiel, wo ich einfach stehen bleiben und genießen muss. Boah, wisst ihr, was ich auch wirklich cool fände? Wenn irgendjemand von euch, der vielleicht zeichnerisch etwas begabt ist, von diesem Panorama mir ein Bild malen könnte als Fanart, würde ich dann auch in meinen Videos einblenden. Aber boah, das wäre richtig geil. Ich finde immer allgemein solche Landschafts- und Panorama-Fanarts richtig geil. Wunderschön, wunderschön. Ich liebe die Welt einfach, ich liebe es. Ich habe mich schon richtig gefreut, wieder aufzunehmen. Ich habe zwar noch genug Material für 2 oder 3 Wochen, glaube ich, also ist es schon richtig lange hier alles zugekleistert auf meiner Festplatte. Deswegen werde ich auch heute wahrscheinlich mal wieder nicht so lange aufnehmen können, wie ich es eigentlich wollen würde. Aber ich muss einfach aufnehmen, ich kann mich nicht länger zurückhalten. Halt mich zurück, halt mich zurück! Badeschaumwasser? Wieso nicht? Schade, aber es hat aufgehört zu laggen, immerhin. Merkt ihr das? Wir gucken aufs Wasser und die Kamera bleibt nicht erstmal 1 bis 2 Sekunden lang stehen. Oh, und wir sind gerade eben in unter 5 Minuten diesen ganzen Weg hier runtergelaufen. Also wenn man sich an die Route hält und nicht die ganze Zeit quatscht oder sich verläuft oder in irgendwelchen anderen Ruinen abgelenkt wird, dann kann man doch schon beträchtliche Wegstrecken zurücklegen. Und jetzt aber das Sanktum, Ladies und Gentlemen. Stillschweigend starrte er uns an. Es war so, als ob uns sein Blick sagen wollte, geh dahin. Wir folgten seinem Rat.
und gingen dahin. Bist du mein Empfangskomitee? Schade. He officially doesn't give a fuck. Wo wollen wir jetzt aber hin? Wow, so viele Gebäude zur Auswahl, das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, das Sanktum wäre nur so ein kleines Örtchen mit ein, zwei Klosterhäuschen. Aber irgendwie ist das hier verdammt nochmal riesig. Was umso besser ist. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zuerst die Quest abgeben, die wir bekommen haben. Lassen uns erstmal ein bisschen was erzählen. Über diesen Ort vielleicht auch. Und danach gehen wir auf Entdeckungstour und werden uns dieses Sanktum mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Wow. Das sah aus. Haben die da oben einen Siegelstein? Oblivion lässt grüßen. Arkane Sanktümer und der Orden. Wie es aussieht, gibt es mehrere von diesen Sanktümern. Ach, das sind nur zwei Seiten. Wisst ihr was? Lesen wir das mal durch. Arkane Sanktümer und der Orden. Häufig wird der Magierorden im Volksmund als Sanktum bezeichnet. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht richtig. Ein Sanktum ist in erster Linie ein Gebäude zwecks Steuerung der Magie. Die Bezeichnung stammt daher, dass das größte Sanktum Nerims auch gleichzeitig der Hauptsitz des Ordens ist. Zusammen mit Narazul, Arantheal und Baratheon unternahm Merzul den ersten Putschversuch gegen die Lichtgeborenen, die im Volksmund Götter genannt werden. Nachdem dieser gescheitert war, Arantheal gefangen genommen wurde und Baratheon sich vom Bund losgesagt hatte, rief Merzul den Magierorden Nerims ins Leben. Seine Absicht war es, die Idee Narazul Arateals für alle Zeiten zu bewahren, sodass dieser, wenn er aus seiner Gefangenschaft befreit wird, mit genügend Anhängern einen weiteren Schlag gegen die Lichtgeborenen führen kann. Ein Sanktum ist stets ein Rundbau mit einer Kuppel. In der Mitte des Gebäudes fließt ein großer Strahl magischer Energie von einer Vorrichtung an der Decke in ein Auffangbecken am Boden. Dieser Strahl entsteht durch extreme Bündelung der Magiefäden, die sich überall unsichtbar in der Luft befinden. Indem die Sanktümer die Magiefäden bündeln, sorgen sie dafür, dass diese selbst bei großen Schwankungen im Magiegefüge ihre Stabilität bewahren. Zum Beispiel hätte sich ohne die Bündelung der Sanktümer die magische Kontamination im Südreich viel weiter ausbreiten können. Also, wisst ihr Bescheid? Eigentlich heißt dieser Ort gar nicht wirklich offiziell Sanktum. Also bis zu einem gewissen Grad schon, aber eigentlich nur, weil der Volksmund das alles hier Sanktum nennt. Hübsch leuchtende Runen am Boden. Das drüben war auch ein neues Buch, aber wir wollen ja nicht alles lesen. Schließlich sind wir schon so lange und oft genug damit beschäftigt, durch irgendwelche Gänge und Höhlen zu laufen. Dann möchte ich nicht unbedingt euch auch noch zumuten, dass wir wirklich tatsächlich jedes Buch hier lesen. Oh, hallo. Sollen wir da hin? Nope, also wie es aussieht, bin ich den falschen Weg eingeschlagen, aber jetzt möchte ich trotzdem da drauf. Nein, ihr verfügt noch nicht über den nötigen Rang, um diesen Bereich zu betreten. Oh. Jetzt ist die Frage der Gildenrang im Sanktum oder meinen sie damit vielleicht den Magierrang? Wer weiß. Immerhin haben wir jetzt schon mal das Kernstück des Sanktums erkundet. Dann wollen wir mal schauen. Dahin sollen wir, ja? Abkürzung! Woo! Oh, wer ist das? Er hat grüne Haare! Nein, eine... Entschuldigung, hallo. Eine... Oh. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Eine grüne Robe, meine ich natürlich. Ah, stumpfe Waffe, perfekt. Die Leute hier wissen, was gut für sie ist. Alles klar, das merke ich mir.
Stumpfe Waffe werde ich bei dir, mein Freund, weiter trainieren. Aber zuerst möchte ich doch meine Quest hier abgeben. Guten Tag, bist du die Person, die ich aufsuchen sollte? Erzmagierin Van Miria. Hallo. Der Magie zu Ehren. Ihr seid also der Neuankömmling, der sich aus der Mine geschlagen hat, wie? Korrekt. Merzul hat mir alles erzählt. Also dann, willkommen im Sanktum. Hallo. Mein Name ist Van Miria und ich werde euch in den Orden einführen. Ich kann mir vorstellen, dass euer Weg bis hierher sehr beschwerlich war. Oh ja. Aber ich versichere euch, dass er sich gelohnt hat. Als einer der wenigen Begabten seid ihr etwas sehr Besonderes. Und genau so werden wir euch hier auch behandeln. Dies ist keine Kaserne. Ihr dürft hier ein Zimmer beziehen, seid jedoch frei, jederzeit zu gehen. Wir haben hier verschiedene Händler und Ausbilder, sowohl für Waffen als auch für Magie. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch stets an mich oder an einen der älteren Magier hier wenden. Aber nun wollt ihr sicherlich erst einmal wissen, wie es mit euch weitergeht. Auf jeden Fall. Ein jeder Neuling muss bei uns eine alte Tradition erfüllen. Keine Angst, es ist keine Prüfung oder etwas derartiges. Ihr müsst lediglich den Schrein von Narazul Arantheal aufsuchen und die Inschrift auf dem Sockel lesen. Dieser Mann war der Schöpfer der Idee, für welche wir kämpfen. Worin diese Idee besteht, wird euch Merzul später näher bringen. Zuerst muss es reichen, dass ihr wisst, wie wichtig Narazul Arantheal für den Orden war und noch immer ist. Verlasst das Sanktum in Richtung Süden und folgt dem Weg. Ihr müsst ein Stück durch die Wildnis wandern, bis zu eurer Linken der Schrein auftaucht. Es ist im Grunde nicht schwer zu finden. Falls ihr auf Wildtiere stoßt und euch ihrer erwehren müsst, gebe ich euch noch diesen Trank mit. Kehrt heil zurück. Aber natürlich. Ich muss mich übrigens auch nochmal hier kurz entschuldigen, weil mein Lüfter macht hier gerade derbe Party. Also ich weiß nicht, ob man jetzt die ganze Zeit im Video hören wird. Aber falls ja, Soldedung. Was für Zauber hat die denn? Ah, teleportieren. Yes, das muss natürlich sofort gekauft werden. Moment. Feilschen, mein Freund. Feilschen. Nie vergessen zu feilschen, Stone. Damit sparen wir beim Teleportationszauber schon mal 3 Goldmünzen. Das ist super geil. Beruhigen bis zu Stufe 1. Also falls das Stufe 1 für die Monster meint, dann bringt mir das so gut wie gar nichts. Ansonsten, wir wollen nicht beruhigen, wir wollen provozieren. Ich produziere dich gleich. Umgebung einfrieren für 4 Sekunden an sich selbst. Oh, 128 Mana. Ich glaube, wir kaufen uns das ein andermal. Das ist noch nicht so ganz auf unserem Niveau. Oh, und sie hat nichts zu verkaufen. Schade. Wir können ja auch gar nichts verkaufen, außer die Tränke, die wir bei uns haben. Blitzheilung Rang 3 können wir einmal verkaufen. Das ist kein Problem. Wir haben ja die Rune zweimal. Bei Schockschild bin ich mir gerade nicht so sicher. Kennen wir den Zauber schon oder wieso habe ich das noch da gehabt? Schockschild Rang 1, jawohl. Der Magie zu. Ich grüße euch auch. Und zwar möchte ich, dass du mir diesen Ramsch abkaufst, diese kostbare Rune. Ausgezeichnet. So, dankeschön. Teleportruhen hatten wir noch, das habe ich gesehen. Wo schickt uns die nette Dame hin? Schade, dass wir übrigens keinen Rundgang bekommen haben. Die Pilgerreise. Was? Hä? Wo? Schrein, wo bist du? Ich habe gehört, nach Norden soll ich gehen, aber irgendwie ist hier keine Markierung. Vielleicht ist das auch ohne Markierung. Erzmagierin Van Miria trug mir auf, zu Narazul Arantheals Schrein zu wandern und die Inschrift darauf zu lesen. Ich soll das Sanktum Richtung Süden verlassen und auf den Wegen bleiben. Aha. Bis an meiner linken Seite der Schrein auftaucht. Okay. Also Süden. Und dann irgendwann auf der linken Seite. Keine Ahnung, ob man einen Weg folgen soll. Vielleicht ist es auch mitten auf dem Weg. Aber so weit geht es dann nicht nach Süden. Dann können wir ruhig da entlang wandern.
Aber was wir auf jeden Fall machen wollen, ist mit ihm hier sprechen. Nein, er will uns nicht sagen. Aber einen Zerstörungsmagier finden, der uns ein bisschen unsere Zerstörungsfertigkeiten hochpushen kann. Extrem wichtig. Wenn wir hier nämlich rausgehen, will ich ordentlich mehr Schaden machen können. Deswegen sind wir auch unter anderem hierher gereist. Ah, Lagerplatz für Gegenstände. Habe ich gerade eben gar nicht richtig drauf geachtet. Ich wollte schon gerade anfangen zu schreien. Juhu, gratis Loot. Aber nein. Nein, doch nicht. So, Reagenzchen. Moment, ich bin gerade verwirrt. Ach, ich habe hier noch Eisenhelm und so ein Quatsch. Hallo. Schade, der will uns nichts abkaufen. Dann schauen wir mal kurz. Handschuhe des Novizen können wir auf jeden Fall ablegen. Zack. Damit brauchen wir, glaube ich, nur noch ein oder zwei verschiedene Sachen für das Novizen-Set. Moment. Bronzeanhänger des Straßendiebs können wir auch reinhauen. Ist egal. Bronzehalskette, die normale Bronzehalskette werden wir verkaufen. Straßendieb-Beinschienen können wir auch reinhauen. Set-Gegenstände möchte ich nicht unbedingt verkaufen. Auch wenn wir sie eigentlich nicht brauchen. Und dann wollen wir mal hier wieder die ganzen Reagenzien ablegen. Alles nicht nötig. Hat zwar kaum was gewogen, aber ein Laden. Hier verkaufen sie die feinsten Augen. Nein, Magierrad. Nicht ganz ein Laden. Ich möchte gerne einen Rad kaufen. Oh, vielleicht doch. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Hallo Isetius. Nein, möchte ich nicht. Du kannst nur Illusionen. Kein Problem. Oh, wow, du hast gerade eben eine andere Stimme gehabt. Ich glaube, das hat er auch mit Illusionen hinbekommen. Seine Stimme zu ändern. Zeigt Stufe an Ziel. Cool, cool. Kann ganz nützlich sein, vor allem wenn man rumläuft und oh mein Gott, kann ich gegen das Vieh kämpfen? Moment kurz, halte still. Bzzin. Nein, kann ich nicht. Tschüss. Oh, interessant. Mitternachtsschlaf, lähmen für 30 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Aber unser Frostzauber hat ja auch eine Chance zu lähmen. Zwar nur 20%ig, aber kostet weniger Mana. Und bis ich den Zauber wieder gewechselt habe und gecastet habe, ist der Gegner wieder aus der Lähmung draußen. Moment. Pushen wir den mal wieder hoch. So. Stille für 10 Sekunden an Ziel hört sich nämlich verdammt geil an. Das kann für Magier richtig praktisch werden. Weil 10 Sekunden lohnt sich da auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und 45 Goldmünzen, was soll der Geiz einkaufen? Bezauberung ist egal. Ah, Lichtzauber Stufe 2. Infravision, oh. Aber dafür brauchen wir eine höhere Illusionsfertigkeit. Erleuchtung könnten wir sogar noch locker lernen. Moment. 18 Fuß für 70 Bis Sekunden. Zum nächsten. Bis dann. Das müssen wir doch kurz nachgucken. 60 Sekunden, ja, 10 Sekunden mehr. Und 3 Fuß mehr ist jetzt nicht gerade die Welt. Moment, 12 Mana? Hallo. Kein Problem. Und 24, ich werde doch nicht doppelt so viel Mana zahlen, nur damit ich für 10 Sekunden länger das Licht aufrechterhalten kann. Innerhalb der 10 Sekunden schaffe ich es gerade noch so, mein Mana wieder zu regenerieren, was ich vorher ausgegeben habe für den Zauber. Schaut euch um. Was hast du noch so? Haufenweise Zeug und Tränke. Brauchen wir Heiltränke? Jo, ein paar Genesungstränke können auf keinen Fall schaden. Die ranzigen bringen uns leider nicht mehr so viel. So. Da müssen jetzt auf jeden Fall schon mindestens die einfachen her.
Die Standardtränke will ich noch nicht kaufen, die kosten doppelt so viel. Das ist der Wahnsinn! Kauf mir einfach mal 6 von denen, das müsste vorerst reichen. Jetzt haben wir einen Fernkampf-Heilzauber. Okay, das haben wir auch, aber einen Fernkampf-Schadenszauber, also einen Frostzauber. Und dann müssen wir nicht mehr so oft in den Nahkampf. So, Moment. Kann ich... Nein, schade. Bis zum nächsten. Er möchte auch nicht unsere Rüstung kaufen. Ich weiß nicht, warum. Ah, Melvin. Sehr gut. Melvin? Oh, seid ihr neu? Dann sprecht mit Vamiria. Sie ist für euch zuständig. Hab ich schon. Ich soll mich, glaube ich, bei dir melden, wenn ich fertig bin mit der Pilgerreise. Ich komme wieder! I'm watching you. Hallo? Seid ihr gekommen, um euch vorzubilden? Ah, wie süß. Die Stimme hört sich an wie von so einem kleinen Mädchen. Und das Aussehen, passt nicht so ganz. Kein Problem. Wieder eine andere Stimme? Der Wahnsinn. Wasseratmung können wir noch nicht lernen. Können wir überhaupt irgendetwas hier lernen? Entzieht 60 Lebensenergie, Gottesschild. Schild 12% für 40 Sekunden an sich selbst. Coole Namen auf jeden Fall. Ist zwar nur der ganz normale Schildzauber, aber Gottesschild hört sich viel epischer an. Katharsis. Frostschild, Feuerschild. Oh, Feder. Oh, Feder ist sehr gut. Falls wir mal wieder überbelastet sein sollten. Entzieht 90 Lebensenergie und stellt Attribute wieder her für 30 Sekunden an sich selbst. Ach so, an mir? Nein, 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 nein. Adalas entzieht ca. 120 Lebensenergie und... Oh, dann bin ich ja sofort tot. Und stellt ca. 60 Mana zur Verfügung. Und danach verschwindet das Mana wieder, auch nicht der Hammer. Stellt Attribute wieder her, ja. Federzauber sind nur 40 Punkte, Ich glaube, ja. Wisst ihr was, warum nicht? Wir haben mittlerweile so viel Asche. Kein Problem. Kein Problem. Komm schon, ich brauche einen Rüstungshändler oder irgendetwas in der Art. Ich muss meinen ganzen Kram loswerden. Guten Tag. Hallo. Verkaufe mir alles, was du hast. Schade, er hat einen speziellen Namen, aber wir können ihn nicht ansprechen. Der Gang geht weiter. Verschlossene Holztüren. Kann ich vielleicht eine von denen öffnen? Möglichst ohne sie zu knacken, natürlich. Vielleicht ist ja eine von den Türen mein Zimmer. Es wurde ja eigentlich gesagt, ich kann jederzeit hier rein und raus spazieren, wie ich Lust drauf habe. Oh, Alchemist. Alchemist! Hallo? Nein, kein Alchemist? Wie viel Uhr haben wir denn? Komm, 11 Uhr morgens, du musst doch schon offen haben. Wo ist der Alchemist hier? Leider noch alles Diebstahl, vielleicht können wir irgendwann mal später die Sachen hier mitgehen lassen. Oria. Hallo. Du siehst aus wie eine Alchemistin. Bring mir was bei. Verdammt. Vielleicht einfach mal zum Test eine Stunde warten. Wer weiß, vielleicht möchte sie dann mit uns reden. Dammit. Daneben nicht. Tschüss, Oria. Falls übrigens jemand von euch Bescheid weiß, gilt wie immer, sagt mir bitte Bescheid, wo hier der Alchemist ist. Haus des Magierrats, der Rat, okay. Eine weitere Verzweigung, hier haben wir wahrscheinlich so den Besprechungstisch. Bänder, Bänder. Schein und Sein.
Stone, wieso klickst du die Bücher hier überhaupt an, wenn du sie sowieso nicht liest? Und du weißt doch ganz genau, dass sie keine Fertigkeiten geben. Aber ihr wisst doch auch, Leute, dass es eine Quest gibt, die erfüllt wird, sobald wir 100 verschiedene Bücher gelesen haben. Und selbstverständlich muss ich ständig daran arbeiten. Ich weiß nur leider nicht mehr, welche Bücher wir schon gelesen haben und welche noch nicht. Das ist mir komplett entfallen. Aber falls irgendjemand von euch bei jedem Buch auf der ersten Seite angehalten hat und sich irgendetwas interessant angehört hat, dann sagt Bescheid, dann gehe ich nochmal zurück. Schade, dass der ganze Kram hier Diebstahl ist. Wisst ihr noch in der Kapelle, wo wir waren, da haben wir auch so ein Teil gesehen und ich wollte es haben und ich will es immer noch haben. So schön. Na gut. Hier war nur der Konferenzraum des Rates, aber sonst nichts. Ein paar Händler, Illusion und Veränderungstrainer. Sehr interessant zu wissen. Hier haben wir einen Trainingsplatz. Die Erzmagierin ist da hinten spazieren gegangen. Oh, wer bist du? Du siehst anders aus. Das ist der liebe Muram, der will aber auch nicht mit uns sprechen. Da in der Kuppel waren wir, da war der Platz, in dem Haus waren wir. Ist hier jemand am Trainieren? Nein, da ist nur eine Bank für den netten Ausblick da unten. Was haben wir hier? Haus der Templer. Da sind wahrscheinlich die ganzen Kerle mit den schweren Rüstungen. Könnten wir sogar auch gebrauchen. Es sei denn, dass sich am Ende herausstellt, dass das, was sie tragen, eine leichte Rüstung ist. Hallo, Herr General. Tut mir leid, ihr gehört nicht zu uns. Wenn ihr ein Anliegen habt, so sprecht mit Valmiria. Hallo? Was möchtet ihr kaufen? Ah, wieder so eine sanfte Stimme. Oh, Moment. Zunächst möchte ich meine wundervolle Ware bei dir loswerden. Das ist von äußerster Wichtigkeit. Da und da. Und dann habe ich noch haufenweise Beinschienen und Handschuhe und Stiefel und zwei runenverzierte, verrostete alte Eisenschilder. Alles Kram, den ich nicht brauche. Habe ich noch irgendwelche Waffen? 4 alte Eisenpfeile brauche ich auch nicht. Aber ansonsten war es das alles. Sonstiges und Kram kann ich nicht verkaufen. Was hast du jetzt für mich? Oh, komplette Stahlausrüstung. Oh. Ein Templerornat. Das hört sich doch mal ausgezeichnet an. Wiederherstellung, 5 Punkte an sich selbst. Magie festigen. Ja. Und nur 2 Rüstungen. Nur 2 Rüstungspunkte? Und schwere Rüstung? Moment mal. Selbst mein Rottenharnisch hat 2 Rüstungen. Also jetzt bitte ich sie doch sehr. Dann reparier mir den Kram wenigstens. Wir können uns leider noch nicht magische Sachen reparieren. Schlafsaal, wieso nicht? Räumen wir ein paar Kisten aus? Nein, Spaß, das sind ja meine Freunde. Hier dürfen wir uns jetzt sogar schlafen legen. In diesen Betten hier oben nicht. Kein Schlafsymbol geht nicht. Aber das Bett, was so wundervoll stylisch platziert wurde zwischen den anderen Hochbetten, das dürfen wir natürlich benutzen. Und den Rest auch, aber Hochbetten, ne. Guten Tag. Oh, hier geht es raus. Ein kleiner Hintereingang oder auch Ausgang, wie man es nimmt. Da hinten brennt irgendetwas, wieso nicht? Aber wo wir schon mal hier sind, das hier scheint ja ein... Oh, hier wird's eng. Das hier scheint ja ein kleiner Anbau zu sein zum normalen Sanktum. Ich suche einen Weg, möglichst einen offiziellen. Wir wollen ja nicht wieder irgendwie uns über Gebäude glitschen. Hallo, wer bist du? Arna Teresa. Überhaupt nicht Mutter Teresa nachempfunden. Haus der Schüler. Darf ich
hier diesen Ort vielleicht mein Zuhause nennen? Ich weiß nicht mal, ob ich derzeit als Schüler gelte oder ob ich irgendwie zuerst noch die Pilgerreise machen muss, damit sie mich akzeptieren als einer von ihnen. Die graue Blüte, Band 1. Bla 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 bla. Oh, das war's schon. Meine Güte, Nummer 5 lebt. Ich kann so schnell lesen. Ich war vor dieser Aufnahme eigentlich auch hundemüde. Ich kann kaum fassen, dass ich jetzt schon wieder so wach bin. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich euch sterbenslangweilen würde. Das ist kein Verb. Egal, Stone, mach einfach weiter. Tu so, als ob du nichts Falsches gesagt hättest. Na gut, hier können wir leider nicht rein. Verdammt! Ziehen wir einfach mal kurz ein Eisengitter vor eine Tür. Ich habe gehofft, man könnte in die Türme. Na gut, wie gesagt. Ich dachte wirklich, ich würde euch jetzt hier total langweilen. Ich würde die ganze Zeit gar nichts sagen. Irgendwas vor mich hin murmeln und mummeln. Aber irgendwie scheint das gut zu funktionieren, wie es derzeit läuft. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, boah, dafür laberst du jetzt ohne Ende. Alter, schlappe her, sei doch mal kurz ruhig. Nur ein normaler Templer. Noch ein Templer. Das Hausmädchen. So, wo waren wir schon, wo waren wir noch nicht? Da waren wir auch, das war der Rat. Da hinten dran waren wir auch. Unten waren wir auch, in dem Gebäude waren wir auch. Dann würde ich sagen, wäre das hier das letzte Gebäude. Hier müssen jetzt aber die Zerstörungslehrer eigentlich drin sein. Ich möchte nämlich endlich mal trainieren. Haus des Schattenrats, bitte. Ich hoffe, hier sind die Zerstörungslehrer. Ich muss trainieren. Ich muss besser werden. Sieht hier aber auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Kellergewölbe. Höchst einladend. Gehen wir gleich mal hin. Ah, nee, sag bloß nicht, mein Trainer ist ein Emo. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Ja, gerne. Nein, das ist nur der Arkanlehrer. Typischer Arkanlehrer. Ich bin schon mal gespannt, wie mein Zerstörungslehrer aussehen wird. Wahrscheinlich wie der letzte Badass. Alle Leute, die jetzt wissen, wie er aussieht, werden sich wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, weil er nicht so aussieht. Zauber widerspiegeln. Zauberfang. Aha, Zauberabsorption. Auch nicht schlecht. Interessant. Zauberbannung, sehr wichtig, das will ich auf jeden Fall machen. Zauberbannung Rang 1 scheint er leider nicht zu haben. Telekinese, Spiegel. Seelenfalle, Manaloch, ja. Das hört sich auch interessant an. 5 Punkte Lebensenergie absorbieren für 15 Sekunden. Das heißt, insgesamt ziehe ich damit 75 Punkte Lebenspunkte ab. Das könnte eigentlich sehr praktisch sein, wenn man das immer so nebenbei ein bisschen im Kampf laufen lässt. Ich glaube, das kaufe ich mir mal. War ja klar, dass der Emo mal wieder einen Lebensenergie absorbieren Zauber hat. Das ist auch derjenige, der es nötig hat. Stone, hör auf mit deinen dreckigen Klischees, ich hasse dich. Nein, Spaß, Spaß. Ich bin doch nicht so, ihr kennt mich doch. Zumindest die von euch, die schon seit über einem Jahr bei mir dabei sind. So, das kaufen wir. Lebenserkennung, ja, muss nicht unbedingt sein. Seelenräuber, oh, der hat Seelensteine, zwar alle nicht aufgeladen, aber immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Andere Frage, wie viele Mana-Tränke haben wir noch? Ein paar, das ist schon mal gut. Mana-Tränke, glaube ich, nämlich brauchen wir nicht jetzt so unbedingt. So, kannst du Zerstörung, mein Freund? Bitte, bitte bring mir bei, wie ich Sachen zerstören kann. Hallo, möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Jawohl, schade. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das irgendein richtig grimmig und fies aussehender Typ sein wird. Leider ist ein stinknormaler 0815-Kerl. Sucht euch in Ruhe was aus. Oh, yes.